Und da sind wir wieder. Zurück zu einer weiteren Folge Mein Test. So, Kies. Wir brauchen Kies und wir sollten uns mal überlegen, was wir so alles mitnehmen für den Anfang für das Bau des neuen Gebäudes. Ja. Seit ich diesen Schalter liebe, das ist sehr, hasse ich ihn auch. Kies. Ah ja, wir haben wieder so viel Scheiße im Inventar. Haben wir eigentlich, guck mal, das ist alles nur normaler Kies. Haben wir keinen gewiebten Kies? Oder haben wir den damals alles in die Anlage geschmissen gehabt? Das klingt sehr nach mir. So, nehmen wir mal zwei Stacks mit. Sollte reichen. Und dann gucken wir mal, was wir hier. Ach nee, halt. War auch hier. So. Hopp. So, machen wir das schon mal weg. Das hier ist ganz große Scheiße. Ein paar Äpfel könnt ihr direkt mal essen. So. Oh, Mais haben wir auch. Lol. Achso, müssen wir da hinten rennen. Gar nichts? War ja so schnell fertig? Verfluchte Scheiße. Na gut. Müssen wir mal gucken, wer das Ding ein bisschen leerer ist. So. Was? So, genau hier. Da wollte ich hin. Beeren haben wir auch ein paar. Sehr cool. Achso. Das habe ich auch noch dabei. Achso, ja gut. Okay, ist ja richtig. Ich muss aber mal hier kurz hier. Muss mal hier. Ich pack das, was wir für die Gleise brauchen, mal hier in die Tasche. Was noch? Ah ne, das war schon. Ah ne, hier. So. Da auch noch. So, die Frage ist bei dem neuen Haus. Ich würde diesmal gerne ein bisschen anders bauen. Und zwar würde ich so ähnlich wie hier, nehmen wir mal hier so ein Steinfundament. Darauf aber ein Steinhaus. Das würde ich diesmal ein bisschen anders machen. Steinfundament ja, wobei ich das wahrscheinlich denn auch aus dem neuen Material mal probieren würde. Zum Beispiel sowas hier. Ja. Aber oberirdisch würde ich gerne mal ein bisschen was Verkleidetes probieren. Also nicht auch wieder so Steine, sondern ne, irgendwie so, naja, Beton jetzt nicht unbedingt. Irgendwas. Was gibt es nur für Blöcke? Ja. Granit. Marmor. Easy. Marmorhaus. Gibt es sowas? Weiß ich gar nicht. Das ist ja auch alles Marmor, ne? Ja. Ist so ein bisschen zu hell. Also ein bisschen mehr Textur darf schon haben. Was ist hier zum Beispiel? Silbersandstein. Das wäre zum Beispiel eine Option. Ne? Sowas könnte man schön als Fassade benutzen. Denn am besten auch direkt hier so diese großen Blöcke. Aber weil das Problem ist halt, die großen Blöcke sieht halt einfach aus wie übereinander gestapelt. Also entweder wirklich eine durchgehende Fläche, dann bräuchte man also nicht diese Silbersandsteinblöcke, sondern diesen Silbersandstein. Also das hier, nur daraus deine Fassade machen. Ja, oder halt doch irgendwie Mietblöcke, Alter, boah. Der Traum eines jeden Vegetariers. Das sieht so eklig aus. Und ich bin nicht mal Vegetarier. Ich suche etwas so als Alternative, was so diese Struktur hat, nur halt wesentlich heller. Wobei, ich glaube, wir bleiben doch einfach bei den Sandsteinen. Da kann man auch schon was Schönes draus machen. Den Sandstein kann man auch gut zuschneiden. Ne? Da kann man wieder alle möglichen Sachen draus machen, hoffe ich. Ja, genau. Hier ist der, ja, genau. Da kannst du also auch wieder beliebig zuschneiden.
Das heißt, dann wäre das wirklich so als Fassade. Könnten wir das auf jeden Fall schon mal machen. Nee, das ist blöd. Wie gesagt, ich will nicht wieder so eine Steinstruktur hier haben. Haben wir hier bereits. Sondern eher so was wirklich schön glattes. Nur so wie als wenn es, wie sagt man, als zugeputzt ist. So. Verputzte Wände. Gut, Sandstein müssen wir eine Menge haben. Ah, Lehm haben wir ja sogar. Cool. Genau, hier diesen Silbersand. Silbersandstein haben wir sogar schon. Können wir da direkt mal ein bisschen was mitnehmen. So. Dann packe ich das mal in unsere Materialienkiste. Ungefähr so. Genauso wie wir auch direkt mal ein bisschen Lehm mitnehmen werden. Und, ja, will ich den gleich komplett einbrennen? Nee, ne? Wäre vielleicht ein bisschen too much. Aber wir nehmen zumindest erstmal den Lehm mit. Wobei der Lehm alleine uns ja gar nichts bringt. Wir müssten den ja schon einbrennen. Das heißt, ich müsste jetzt mindestens einen Ofen mitnehmen irgendwie. Ja, wir nehmen den Lehm erstmal in die Tasche. Und dann gehen wir nochmal dahin, wo wir bauen wollen und gucken erstmal, wie groß das Ganze überhaupt werden soll. Und das ist dann auch die Frage, wie groß denn das Fundament werden muss. Fragen über Fragen. So, dann haben wir schon mal die Sachen für das. Dann brauchen wir für die tragende Struktur, die würde ich schon aus Holz machen. Das sieht eigentlich bisher immer ganz cool aus. Haben wir denn gar kein Holz? Nani? Wir haben kein Holz. Wir haben kein Holz vorrätig. What the actually a fuck? Das ist ja interessant. Mal gucken, was wir oben in der Kiste haben. Da war nämlich jetzt auch nicht so viel. Ja. Na gut, 3 Stacks. Ja. Ja. Ja, doch, könnte man. Kann man schon. Kann man schon machen. Wobei ich überlege gerade, sieht das heute nicht besser aus bei diesem weißen Sandstein? Ich glaube fast, das sieht besser aus. Ich glaube fast, das sieht besser aus, ne? Wenn man das hier so als Kontrast hat. Ja, dann ist das hier schon echt ganz schön too much. Aber ich wirklich fast das hier nehmen. Ich nehme mal ein Stack mit und ansonsten nehme ich halt das Holz hier mit und dann gucken wir mal, was denn tatsächlich besser aussieht. So. Auf jeden Fall nehme ich von den beiden Baumarten auch noch ein paar Saplings mit. Da können wir da nämlich auch gleich eine Baumfarm machen. So, das war einmal das hier und einmal war das Kiefernholz. Das hier. Überall 390 ist vielleicht ein bisschen too much. Oh, 20 reichen vollkommen aus. Ah ne, muss ich ja so machen. Hey, halt, stopp, jetzt rede ich. So. So. Okay. Ach, schon wieder hier. Leck mich. So, dann haben wir schon mal fürs grobe Haus bauen, haben wir schon mal. Die Frage ist, woraus machen wir zum Beispiel den Fußboden? Haben wir da irgendwas? Ach, falsch hier. Haben wir da schönes Holz? Nein, das hier ist zu hell. Also entweder nehmen wir das Holz, was aber schon arg komisch, ja, weiß nicht. Oder wir nehmen da auch das Holz hier so als
Laminat. Wie sagt man? Auf jeden Fall eben so schön dunkles, glänzendes Holz. Gut, das hier glänzt jetzt nicht, aber es erweckt so ein bisschen so den Eindruck für diese gedingsterten Böden. Ja, hier ist immer noch ein bisschen Scheiße drin. Was ist hier alles für Scheiße drin? Leute, was ist denn los hier? Erstmal aufräumen. Geht ja so gar nicht. So, ihr kommt erstmal damit rein. So, so. So. Bam, bam. Ach ja, hab ich auch nochmal fast 100 Fackeln. Ja, lol. Und wir haben sogar ein Schwert. Ha! Wieder was gelernt. Schwert kommt da rein. Schrumpfdreieck kommt auch da rein. Du kommst noch da, du kommst auch da rein. Wieso haben wir 7? Da fehlt doch schon wieder irgendwo einer. Naja. So, du da rein, du da rein. Dann haben wir hier noch Wolle. Die wollte aber keiner haben. So, dann noch da. Ach, du kannst auch da bleiben. Komm, kommt eh wieder Scheiße dazu. Gut, schon. Aufgeräumt, da. Okay. Dann würde ich mal sagen, das ist doch schon jetzt erstmal ein guter Anfang. Oh, es wird gerade dunkel. Was? Ist noch nicht nachts? Junge, guck dich die Sonne an. Gut. Man sieht die Sonne sehr gut. Verdammt! Verdammt! Verdammt dumm! Dass man nur nachts schlafen kann. Schon mal was vom Mittagsschlaf gehört? Das ist so deprimierend. So deprimierend. Ach Leute, was soll ich sagen? Auch in Game gibt es wohl Leute, die haben Einschlafprobleme. Denn anders kann ich mir das jetzt hier nicht erklären. Es ist so dunkel, ja, man sieht hier deinen Arsch vor Augen nicht mehr. Aber er will nicht schlafen. Was ein tollkühner, dummer Mensch. So. Tja, siehst du, was man hier machen könnte tatsächlich? Wir haben doch hier dieses Seil. Wenn ich davon jetzt 3 Stück nehme, dann müsste das doch eigentlich bam, bam, bam. Genau, weil dieses Seil klaut nämlich kein Licht nach unten. Deswegen habe ich hier auch keine Glasdecke oder so reingemacht, weil wenn ich da nicht, wenn ich hier eine Glasdecke reinmachen würde, dann klaut das, glaube ich, Licht. Das heißt, erstens ist es denn hier weniger hell und zweitens wird es dann auch hier immer dunkler, bis dann hier unten irgendwann schwarz ist. Dadurch, dass die Dinger aber gar kein Licht klauen, bleibt hier unten auch hell im Tunnel. Und man kann jetzt, so hoffe ich, einfach drüber laufen. Jawohl, oh, ist das geil. Ich meine, es sieht ein bisschen optisch ein bisschen komisch aus, muss man zugeben. Aber trotzdem geil. Wir können ja nicht auch mal langsam anfangen, hier unser Rohrsystem zu bauen, ne? Ich weiß ja nicht. Die Energie ist gerade eh aus. Könnten wir doch mal anschmeißen hier. Bam. Rohre. Warum habe ich keine Geräusche? Ich war zu schnell. Ah, jetzt. Weil ich muss mal warten, bis das Ding hier an ist. Warum braucht das Ding so lange, um mich zu erkennen? Mann, ey, das hängt ja super hinterher. Aha. Und schon hat man auch die lieblichen Geräusche einer komplett frei drehenden Anlage. So. Da, 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 da. Ich nehme erstmal hier meinen Öfen mit. Einfach, weil wir sie eh schon haben und dementsprechend, wenn wir da wirklich ein bisschen Zeug brennen wollen, das dann ja auch machen können. Was ich aber gerade eigentlich mitnehmen wollte, war das hier. Und diverse Kunststoffplatten. Mehr haben wir nicht. Lol. Genau. Womit wir denn bei Bedarf weitere Rohre machen könnten.
Ich hoffe, das Ganze mit der Pipe funktioniert überhaupt auf so einer langen Strecke. Nicht, dass denn diverse Items einfach verschwunden gehen, weil die Bereiche nicht geladen sind oder sowas und dadurch dazu kommt, die Ziel zu laden. Keine Ahnung, wie sowas läuft. Ich wollte jetzt hier gerade die Dinger hinsetzen, ne? Nee, das geht so nicht. Geh mal kacken. So und voilà. Gut, dann machen wir erstmal die 40 und ich denke mal, das reicht locker aus für die ersten 300 Kilometer. Oh. Ey, Wassermarsch. Wie ich immer sage, Wassermarsch. Oh, das ist der langweiligste Job ever. Oh, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ich meine, gut, wir kommen zumindest so schneller voran als mit dem alles. Nein, die alles müssen viel. Machen wir erstmal hier so zwei. Na gut, okay, da ist ja doch fast alles. Das reicht ja nicht mal. Oh Gott, ich brauche noch viel mehr. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Gut, das ist natürlich. Ist der jetzt zu? Ja. Na ja gut, jetzt wo der Tunnel fertig ist, brauchen wir die Bohrer eigentlich gar nicht mehr, ne? Jetzt habe ich immer noch beide dabei. Bau deinen Scheiß dahin. Sag ich dir, du. Ich fühle mich jetzt so. Und schon wieder eins leer. Das reicht nie im Leben, auch nur annähernd. Für irgendwas. Das ist sehr deprimierend. Also würde ich jetzt schon meine Anlage laufen lassen, also hier auch mit dem Abzweig tatsächlich. Damit wir zumindest schon mal sehen, dass die ganzen Items hier irgendwann hin und her wandern. Also, sodass wir quasi sehen, dass das ganze Ding schon mal funktioniert. Das wäre schon echt geil. So, lassen wir die mal übrig, damit wir zu Hause gleich anbinden können. Und dann sehen wir hier immer irgendwelche Sachen durch das Rohr wandern. Ist auch ganz cool. Ja, guck mal, da vorne ist bereits das Haus. Wir haben gefühlt 10% geschafft. I don't know. Mann, brauchen wir viele Rohre, Mann, brauchen wir viel Plaste. Das wird ein Spaß. Eieiei. So, ganz ehrlich, die Bohrer packe ich dann immer noch hier unten erstmal. So, genau, hier haben wir letztens zugemacht. Oder was da oben? Keine Ahnung. So, auf jeden Fall, genau, die Seite ist bereits fertig. Das heißt, alles, was wir noch machen müssen, ist jetzt hier das Ding anbinden. Und dann geht's ab. Bam. Oh, da kommen auch schon die ersten Sachen. Ich meine, klar, hier die Anlage muss jetzt mal anlaufen. Da ist gerade mal ein einziges Ding aktiv. Ich meine, gut, wir könnten auch nachhelfen, indem wir einfach ein bisschen Cobblestone reinschmeißen. Da haben wir mehr als genug. Cobblestone, wir lieben dich. Dich und dein Arsch. Was? Ich hab nichts gesagt. Habt ihr was gesagt? So. Mal hier ein bisschen Schwung reinbringen. Bam. Easy. So, wir brauchen Plaste. Ganz viel Plaste. Jetzt muss ich mal gucken. Wir brauchen diese Plastdinger. Plastisheets. Plaste. Ne, also nicht die Plastisheets, sondern die auf Deutsch sind. Das hier. Genau, Kunststoffplatten. Das hier wäre falsch. Wir brauchen das. Und das ist hier das mit dem Mehrfachkochen, genau, okay. Gut, da haben wir zum Glück noch massig. Ich glaube mal, wir werden dieses massig aber auch brauchen. So, hiermit bekommen wir genau ein Stack Rohre. Das heißt, 600 Rohre müssten das dann ungefähr sein. Könnte reichen, ich glaube aber fast, es reicht nicht. Trotzdem machen wir erstmal nur das. Und dann, wenn das wirklich nicht reichen sollte, können wir immer noch nacharbeiten. Wir haben eh nur 5 Öfen. So, danke dafür. Ah, schon geil, jetzt alles einfach auf Hochton laufen kann.
3000 EU gerade mal. So wenig. Und dabei sind sie so schnell. Ha, ist das gut. Oh ja, okay, die haben gerade mal das Fünffache. Irgendwie hätte ich gedacht, dass da doch wesentlich mehr ist, weil ich glaube, eine große Batterie, da brauchst du 6 kleine oder so. Ach nee, du brauchst ja nur 5. Ah, okay. Ja gut, okay, da macht es ja sogar fast Sinn mit dem, dass es genau das Fünffache ist. Gut, ich hätte zwar, ich hatte zwar auf ein bisschen Mengenrabatt gehofft, ne? Dass man quasi 5 Batterien braucht, aber dafür die 10-fache Ladung hat. I don't know. Schnauze. So, ach, sind wir fertig. Oh, was ging aber hier? Das geht ja. Das ist ja ratzifatzi. Ich bin gerade noch am Überlegen, ob wir hier nicht doch noch was hinmachen. Zum Beispiel könnten wir hier noch einen Ofen hinmachen. Dann könnten wir hier unten den Extraktor. Den würde ich dann dorthin machen. Und dann darf ich hier noch eine zweite Schleifmaschine hinbauen. Beziehungsweise noch intelligenter. Oh ja, ich habe eine Idee. Ich hab eine gute Idee. Ich habe eine ganz geniale Idee. Also wir brauchen noch einen Ofen. Einen MV-Ofen auf jeden Fall. Haben wir so einen rein zufällig rumstehen? Nö. Wir haben bloß 2 Kompressor. That's sad. Gut, MV-Ofen, da brauchen wir wieder alles, ne? Brauchen wir wieder massenhaft Scheiße. Lalilulalala. Schleifmaschine. Das Ding brauchen wir auch. Brauchen wir nämlich auch wieder. Ja, ich brauche überall erstmal die LV-Varianten. Plus Trafos. Ich habe sowas von keinen Bock. Ofen. Okay, das heißt, wir brauchen erstmal das Gebilde hier viermal. Wir brauchen also, wer hätte es gedacht, 8 Rohre. Wir brauchen. Oh, wir haben bloß noch eins. Verdammt. So. Brr. Ah, sind da genau 3. Ah, easy. So, dann brauchen wir Edelstahlbarren, weil ich glaube. Brauchen wir 16 Stück von. Da war etwas weniger als 16 Stück. Kohlenstoff und Chrom wieder. Kohlenstoff haben wir. Chrom haben wir. Haben wir auch. So. Genau, Ligiofen haben wir auch 3. Oh, wir sind sogar schon fertig hier. Kann ich ja schon mal nichts reinschmeißen. So. Dankeschön. Ach so, einer war ja noch oben. Verdammt. Lass mal alles durchlaufen. Nee, ich mach mal. So. Für den Fall, dass wir die Sachen noch für was anderes brauchen. So. Genau, hier hat man noch einmal Edelstahlbarren. So. Und hier brauchen wir bloß. So. 16 Stück. Haben wir. Haben wir ja schon mal für das Grundlegende hier. Genau, das heißt, das haben wir jetzt alles. Das heißt, das packen wir erstmal da rein. So, dann brauchen wir jetzt 4 Trafos. Brauchen wir nämlich auch wieder Kohlenstoffbarren für. Leck mich am Arsch. 5, ne? Genau, das heißt, wir brauchen 40. Ja, gut. Dann müssen wir da nochmal ein paar machen. Eisen. Eisenbarren und Staub. Wo waren. Ach, hier.
20 braucht man, ne? Ja. Unsere liebliche Anlage unten, die so schön vor sich her summt. Wobei, so lange wie wir hier sind. Oh. Hast genug vor dich her gesummt. So, ab jetzt müsste der Anlage ruhig sein. So, das reicht. Ja, komm hier. So, dann brauchen wir Magnetspulen. Und wir brauchen auch das Zeug hier. Brauchen wir auch 8 Stück, glaube. Magnetspulen haben wir gar keine mehr. Das heißt, wir brauchen wir auch erstmal Kupfer. Und diese komischen Plaströhrchen. Worum wir die sind? Hallo? Ah, der wird hier reingepackt. Ja. Da war ja was. So, wir brauchen, da brauchen wir auch wieder 8 Stück. Okidoki. Und für eine brauchen wir 32. Und da brauchen wir auch wieder Schmiedeeisen. Alter Schwede. So, 32, also das hier 16 Mal. Bam. Sehr geil. So. Dann müssten wir für die Trafo eigentlich alles haben. Das sah nicht so gut aus. Warum nicht? Hä? Wait a minute. Das haben wir. Und das haben wir. Wir haben doch alles. Schmiedeeisen, Schmiedeeisen, Kupfer, Kupfer. Das soll jemand verstehen. So, dann sollten wir jetzt auch hierfür alles haben. Sehr geil. Und damit haben wir schon mal alles, was wir brauchen, um die vorhanden, also um die LV-Sachen auf HV, um die LV-Sachen auf MV umzurüsten. Das heißt, jetzt brauchen wir nur noch die die LV-Sachen. Sprich, also, ich brauche. Warum habe ich eigentlich 4 gemacht? Ich brauchte gar nicht 4. Hätte nur 3 gebraucht von jedem. Und Wettentrafo hatten wir auch noch gehabt. Ah ne, okay, haben wir nicht gehabt. Gut, gut, gut. Ja gut, ein Trafo ist also umsonst gewesen. Danke dafür. Egal. Was wir nämlich brauchen, ist, den muss ich mal nachgucken. Wir brauchen 2 Schleifmaschinen. Zwei Schleifmaschinen und ein Ofen. So, genau. Also kommt jetzt für LV. Die Sachen kommen auch jetzt alle ins LV. Sorry, tut mir leid. Ich wollte doch nur witzig sein. Wir brauchen 2 Diamanten. Danke dafür. Wir brauchen jetzt endlich mal hier ein paar Gehäuse. Das heißt, wir klauen hier mal ein bisschen Stuff. 1, 2, 3. Wir brauchen ganz viel von diesen roten Sandstein. Ich hasse den. Gut, das war ein bisschen zu viel. Und den Granit. So. Alles. Bam, bam. Easy. So, jetzt wollen wir noch den Ofen. Da brauchen wir bloß das. Das auch sehr easy. Gut, da brauchen wir sonst gar nichts. Das heißt, du kommst erst wieder nach da oben. Nein. So. Okay. So, halt, komm jetzt dran. Kann ich ja gleich mal hier nehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bam, bam. So, und jetzt kommt Digger. Mal gucken, ob ich mich noch an das Rezept erinnere. Also die beiden müssten dahin kommen.
du kannst noch da unten, dann kamen die jeweils in die Ecken. Da in der Mitte kam der Trafo. Wo ist der Trafo? Da. Und jetzt sind die Dinger einfach nur da oben. Verdammt! War doch nicht richtig. Ach nee, halt, falsche Kabel. Wir brauchen halt die Kabel. Aha! So, ein Ofen und zwei Schleifmaschinen. Perfekt. So. Dann ordnen wir die Anlage mal ein bisschen um. Das heißt, du. Ach ja. Stimmt, da brauchen wir auch noch Batterien denn. Verdammt. Achso, nee, das Ding hätte sogar bleiben können. Ich schon wieder. Und wir sind voll. Ach, leck mich doch. So, Edelmetalle kommen erstmal da oben rein. Easy. Irgendwas runtergefallen hier? Nö, okay, gut. So, und zwar kommst. Ganz ehrlich, einen Kohlegenerator brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Egal, ich packe das Ding trotzdem erstmal dahin. Oh, was ist denn hier? Ach, da können wir ja gar nichts hinbauen, weil da ja. Das ist ja blöd. Hier können wir ja gar nichts hinbauen, weil das Kabel da lang muss. Das ist ja jetzt das. Das ist nicht mal blöd gelaufen. Gut, weißt du was? Dann kommt die Zentrifuge hier weg. Dankeschön. Die hat eh nie jemand gebraucht hier oben. Oh. So, dann haben wir nämlich hier jetzt die Schleifmaschinen. Ey, es ist eine Batterie. Moment mal. Eine ungerade Anzahl an Batterien, das kannst du mit deiner Freundin machen, aber nicht mit mir. Wo ist die hingefallen? Die muss irgendwo sein hier. Hä? Hey. Schnauze jetzt. Wo ist die Batterie hin? War ja klar, nach oben durchgeglitscht. Ist doch, Alter. Immer das gleiche hier. So, hier sind alle drinnen, genau. Das heißt, hier kommen auch wieder zwei rein. Bam. Da auch wieder zwei rein. Ist natürlich blöd, dass jetzt hier das Ding immer frei sein wird. Sieht natürlich schon ein bisschen hässlich aus. Na gut, was willst du machen? So, und hier kommst du rein. Bam. Und hier kommst dann du rein. Wobei, nee, das ist mir zu hässlich. Vom die Optik her. Das heißt, du kommst noch da. Du kommst noch da. Und dann kommst du hier da unten hin. Ja, so ist doch in Ordnung. So kann man es machen. So sieht es schon besser aus. Okay. Hier die Batterien rein. Da die Batterien rein. Und jetzt brauchen wir noch zwei Batterien für das Ding hier. Andererseits kommt jetzt ehrlich. Schon drauf geschissen. So, das heißt, genau. Jetzt haben wir nämlich sechs Öfen. Das spricht also, wir können dann bald dann. Ups, hey, ah nee, Moment. Wir können also tatsächlich bald, was wollte ich gerade sagen? Genau, immer wenn wir von irgendwas sechs Sachen brauchen, wie zum Beispiel von dem Zeug hier, jetzt auch immer gleich alle sechs mit einmal machen. Easy. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Vielleicht hier mit der Lücke müssen wir mal gucken, aber Schnur kann ja erstmal so bleiben. Unsere Anlage wird größer und größer. Und wenn wir von irgendwas wieder zwei Sachen brauchen, dann fliegen erstmal die beide hier raus. Weil ganz ehrlich, die nutzen wir überhaupt nicht mehr. So. Zum Beispiel könnten wir hier noch zwei Extraktors mit reinmachen. Weil gerade wenn wir von Gummi bauen, so Gummi brauchen, dann warten wir auch immer irgendwie auf das Ding hier.
Ja, aber jedes Ding dreimal. Außer die Ölfarm sogar sechsmal. Lol. Richtige Industriestraße hier, ey. Tja, leider gibt es, wie gesagt, von den Sachen immer keine HV-Sachen, ne? So eine HV-Öfen, alle, die werden so schnell. Das wäre schon geil. So, du kommst da rein. Gut. Dann haben wir jetzt wieder haufenweise Plastik für haufenweise weitere Rohre. Und diese Rohre werden wir dann auch mal verlegen. Ach ja, wir haben noch haufenweise andere Scheiße drin. Ah. So. Erstmal hier wieder Inventar bis zum Vordermann bringen. So, das heißt, hier kommst du erstmal rein. Dann kommst hier du rein. Lalalala. Du kommst da rein. Genauso wie du auch da reinkommst. Und du. Du kommst noch da oben. So, Steinziegel packe ich erstmal hier. Ah, ja, egal. Ich packe trotzdem erstmal hier mit rein. Die brauchen wir ja. Oder die wollen wir ja mitnehmen. Sagen wir mal so. Gleich brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir wahrscheinlich nicht so sehr. Aber trotzdem nehmen wir mal mit. Und das müssen wir noch zurückdrücken. So. Jutschen, dann würde ich mal sagen, machen wir in der nächsten Folge. Oh, guck mal. Yay, das lachen wir dann hier durch. Hui. Ja, siehst du, das heißt, du bist hier schon die letzten Sachen drin sein, ne? Ja. Ah, dumm gelaufen. Aber gut, so, ne? Ist ja kein Problem. Vor allem das Schöne ist, eigentlich können wir nicht. Ey, wir können das hier nicht einfach hier reinmachen, weil dadurch, dass die Sachen hier unbekannt sind, würden die alle dann wieder hier reinwandern. Sprich also, die Sachen müssen wir dann manuell oben dann einsortieren. Also nicht so manuell, aber naja, mit Trick 17 Selbstüberlastung. Gut, auf jeden Fall, ja, das in der nächsten Folge. Bis dann.